Und wir machen weiter im zweiten Panel mit dem dritten Speaker und kommen jetzt zur Firma Mehr Solutions, die ja als Tochter der norwegischen Stadtkraft auch einer der größten oder sogar der größte Produzent von erneuerbaren Energien in Europa ist. Und wir haben jetzt Günther Fuhrmann, den Geschäftsführer der Mehr Solutions im Programm, die sozusagen die eine Seite, nämlich die Erneuerbaren, mit der anderen, nämlich der Elektromobilität, verheiraten wollen. Das ist gelebte Sektorkopplung. Der Fokus heute ist natürlich weniger auf der Erzeugung der erneuerbaren Energien, sondern in der Flotte. Und ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Fuhrmann. Herzlich willkommen hier im Programm. Grüße reden, gehen in den Süden, nehme ich mal stark an zu Ihnen. Absolut. Hier nach München. Vielen Dank, Herr Schwirz. Alles prima bei uns, auch wenn wir nicht konkurrieren können heute mit dem schönen Wetter in Berlin. Bei uns ist es sehr neblig. Wir müssen immer die Sonne im Herzen tragen. Das müssen wir, glaube ich, alle, die die Elektromobilität nach vorne bringen wollen, ohnehin. Und deshalb sehen wir spannenden, aber positiven Zeiten vor uns. Dann freue ich mich jetzt auf viel Sonne hier im Programm. Wenn Sie so viel davon im Herzen haben, mache ich die Bühne frei und freue mich auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Dann bis gleich. Ja, fangen wir an. Unser Vortrag heißt Elektromobilität im Fuhrpark jetzt erst recht. Und wir haben von den Vorrednern schon viel Herausforderungen gehört. Und ich würde auch gern mit ein paar Themen anfangen, die die Verantwortlichen von Fuhrparks momentan auf ihren Tischen liegen haben und wo sie nicht genau wissen, womit sie oder wie sie damit umgehen können. Also wenn ich jetzt nur mal mir ansehe, wie Elektrofahrzeuge, wie die Liefersituation aussieht, dann sehe ich bei den Audis, dauert es ein knappes Jahr, BMW ist ein bisschen früher dran. Ich bin hier im Norden von München und ich habe hier die Bahnstrecke, die aus dem BMW-Werk vorbeiführt und Gott sei Dank, die letzten 2-3 Wochen fahren hier sehr, sehr viele Züge wie die Fiers vorbei. Also wer einen bestellt hat, ich glaube, die Aussichten sind ganz positiv. Die kommen jetzt schon langsam, trotz alledem, ein neu bestellter i4 BMW dauert 9 Monate und auch ein Cupra Born hat 7 Monate Lieferzeit. Also ein Riesenthema. Und wenn ich mich jetzt also damit beschäftige, meinen Fuhrpark zu elektrifizieren, muss ich mich eigentlich auf ein knappes Jahr einstellen, bis ich die ersten Fahrzeuge bekomme. Die nächste Herausforderung, die wir eigentlich als Team immer wieder hören, ist, ja, verstehe ich schon, der Sprit ist teuer geworden, der Strom wird mindestens genauso teuer. Und hier sieht man mal die Entwicklung. Unten das Blaue ist die Entwicklung über das letzte Jahr und die rote Kurve links, also die Entwicklung der ersten Wochen in 2022. Also man meint fast, der einzige Weg geht nach oben. Jetzt, die letzte Woche hat sich Gott sei Dank etwas normalisiert. Das wird sich mit Sicherheit auch einpendeln, aber es ist nicht zu verleugnen, dass die Energiepreise auch für Strom deutlich nach oben gegangen sind. Und dann etwas, was unsere Vertriebsmitarbeiterinnen einfach immer wieder hören, ist, ja, wenn dann wirklich mal alle elektrisch laden würden, dann bricht sowieso alles zusammen. Also wenn man sieht, Statistiken vom Kraftfahrtbundesamt, in Deutschland werden rund 630 Milliarden Kilometer gefahren. Und wenn man jetzt nur mal einen Zoe mit 20 Kilowattstunden Energieverbrauch auf 100 Kilometer zugrunde legen würde, bräuchte man also 126 Milliarden Kilowattstunden an Strom. Und natürlich macht das alles nur Sinn, wenn es erneuerbar ist. Und wie kriegen wir das denn tatsächlich alles hin und macht das alles Sinn und lasse ich es einfach besser bleiben? Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir ein paar dieser Argumente entkräftigen können oder sogar alle und einfach die Zukunft ein bisschen rosiger zeichnen und mal ein paar Argumente wirklich mit Fakten hinterlegen. Also wenn ich nur mal die Energiekosten nehme und nehme einen relativ niedrig motorisierten Golf mit 6,5 Liter, die er auf 100 Kilometer braucht und den durchschnittlichen Spritkosten von 1,91, würde nur die Energiekosten bei 12,42 Euro liegen. Nehme ich einen ID3 mit mehr Leistung, der gut über 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer braucht und nehme den Durchschnittsenergiepreis, dann liege ich da schon gute 10% drunter. Was nicht mit einkalkuliert ist hier, sind natürlich, wie auch schon vorher besprochen wurde, ich habe weniger Wartungskosten. Ich habe keine Steuerabgaben aktuell bei Elektrofahrzeugen. Ich kann die THG-Quote, was wir übrigens auch machen, mit einbringen und damit einfach die Kosten pro Fahrzeug
und pro Kilometer einfach nochmal deutlich nach unten bringen. Und es wurde, glaube ich, auch schon vorher immer darauf hingewiesen, niemand hat gesagt, es ist umsonst, die Welt zu retten. Wir müssen, glaube ich, da auch wirklich reingehen und unseren Beitrag leisten. Aber rein wirtschaftlich betrachtet würde das sogar funktionieren. Ich habe natürlich noch einen anderen Trigger. München hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass ab nächsten Jahr dann eben bestimmte Fahrzeuge nicht mehr vom Mittleren Ring statt einwärts fahren dürfen. In Paris findet das Gleiche auch nächstes Jahr statt, dass Verbrenner eben nicht mehr raus oder nicht mehr in die Stadt fahren dürfen. Das heißt, es gibt einen großen Druck von außen, aber das sollte nicht der einzige Grund sein, dass ich einen Druck von außen habe, denn ich müsste mich als Fuhrparkverantwortlicher eigentlich schon auch entscheiden, will ich eigentlich reaktiv sein und erst dann handeln, wenn es gar nicht mehr anders geht, oder nehme ich das Heft des Handelns in die Hand und gehe einfach raus und sehe mich um, was ist der richtige Partner für uns und wo geht es dahin. Wir müssen CO2-neutral werden. Das ist für uns als Unternehmen extrem wichtig, dass wir das auch wirklich von dem Herzen leben. Die überwiegende Anzahl aller unserer Mitarbeitenden sind hier, weil wir eben das glaubhaft und ernsthaft machen. Und da geht es eben nicht nur um erneuerbare Energie, sondern es geht darum, dass Schreibtische aus regionalem Holz sind und dass wir für alles, was wir neu kaufen, eben möglichst ressourcenschonend damit umgehen. Trotz alledem natürlich müssen auch irgendwie die Katzen gefüttert werden und deswegen ist es auch ein Businessmodell und deswegen sind wir natürlich gegenüber dem Markt und unseren Mitbewerbern gefordert, die richtigen Lösungen entsprechend anzubieten. Die Kosten, die ein Unternehmen hat, darf man meines Erachtens eben nicht nur 1:1 mit Spritpreisen sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Unternehmen, die im Ahrtal beispielsweise beheimatet sind und diese Krise mitgemacht haben, wo das ganze Gebäude und alles zerstört wurde und die komplette Firmengrundlage im Prinzip nicht mehr vorhanden ist, dass die ein bisschen anders über die Klimakrise und Energiewende denken und sagen, ja, mag schon sein, dass ich vielleicht jetzt ein bisschen was investieren muss, aber auf der anderen Seite muss ich ja auch die Opportunitätskosten sehen, die ich habe, wenn diese Einschläge einfach häufiger und näher in mein Gebiet kommen. Und das muss ich auch irgendwie in die Gesamtkalkulation mit einbinden. Wir hatten vorher von Herrn Barmbeck, der hat so nett auch gesagt, habt ihr Interesse, wir suchen Mitarbeiter. Das, glaube ich, geht uns allen so. Und wir sehen, dass es für Mitarbeitende einfach wirklich wichtig ist, dass Unternehmen dieses Thema Nachhaltigkeit seriös und ernsthaft betreiben und eben nicht so ein Greenwashing irgendwie voranstellen. Deshalb ist es auch für Fuhrparks extrem wichtig, dass sie attraktiv sind und eben Mitarbeitern, die sie akquirieren wollen, die bei ihnen anfangen sollen, eben gutes Zuhause bieten können und sagen, wir meinen das wirklich ernst und hier sorgen wir uns dafür, dass auch deine Kinder noch eine gute Zukunft haben. Also Mobilität ist wichtig. Ich glaube, in den jetzigen Zeiten, Hybridzeiten, wird sich etwas verändern. Wir werden weniger fahren. Wir fahren dort, wo es notwendig ist, aber wir sollten natürlich immer schauen, dass wir schonend unterwegs sind und was wir vorher bei Maxwell Schäfer schon gesehen haben, die Fahrerinnen sind deutlich bereiter als die Fuhrparks. Das liegt mit Sicherheit an den vielen Herausforderungen, von denen ich dann einfach auch noch ein paar mehr beantworte, wie wir entsprechend darauf reagieren können und unterstützen können. Wer sind wir eigentlich? Wir sind mehr, Herr Schwirz hat es vorher schon kurz gesagt, wir sind eine 100%ige Tochter der Stadtkraft mit Sitz in Norwegen, unsere Mutter, Europas größter Erzeuger von erneuerbarer Energie, 19 Gigawatt Leistung stehen da zur Verfügung, mit über 4000 Mitarbeitenden in 17 Ländern, sehr, sehr viele Kraftwerke. Und auch hier fängt ganz oben an, dass wir wirklich das ernst meinen und diese Energie eben über unsere Mutter holen. Wir als mehr Gruppe sind insgesamt 6 Firmen, 2 in Deutschland, 2 in England, 1 in Norwegen, 1 in Schweden. Norwegen natürlich mit dem
Mobilitätsindex ganz vorne auf Nummer 1 weltweit. Dort sind wir auch Marktführer, genauso in Schweden sind wir wirklich schon in der Top-Gruppe unterwegs. Und wir als Mehr Solutions in Deutschland, wir kümmern uns zu 100% um Laden in nicht öffentlichen Infrastrukturen und das sind eben vorwiegend die Fuhrparks. Aber natürlich gehen Wohngebäude und Mehrfamilienhäuser damit einher und das kommt immer mehr. Ja, also speziell für uns wirklich wichtig, dass wir zukunftsgerichtete Lösungen anbieten, die eben jetzt nicht nur mir jetzt schnell das Problem lösen, dass ich einen Fahrer oder eine Fahrerin habe, die jetzt eben keinen Verbrenner mehr fährt, sondern ein elektrisches Fahrzeug und irgendwie zu der Energie kommen muss, sondern dass das Ganze bis zu Ende gedacht ist, hilft, die Energiewende hinzukriegen. Vorher hatten wir kurz über Vehicle to Grid gesprochen. Alle diese Dinge sind mit eindesignt in unsere Lösungen, auch wenn es technisch und regulatorisch natürlich noch nicht so ganz einfach möglich ist. Wir wollen wirklich die CO2-neutrale Mobilität für alle Unternehmen so weit voranbringen, dass wir unseren Beitrag auch leisten, dass wir eben als CO2-neutrales Unternehmen dann immer weniger Ausstoß haben und damit auch die Klimakrise nach hinten drücken, um zu hoffen, dass wir die Erderwärmung einfach auf einem Niveau halten, um auch in der Zukunft noch einen guten Planeten zu haben. Wir sind Energieversorger, wir liefern also unsere Zähler selbst, dazu erzähle ich danach gleich noch ein bisschen mehr und haben eben diese sogar TÜV-zertifizierte Sicherheit, dass aller Strom, den wir an irgendeinen Ladepunkt liefern, eben 100% aus erneuerbarer Energie stammt. Und haben natürlich ein Team von Projektmanagern, wir haben eine eigene Tochter, die sich eben als Handwerksbetrieb um Installationen kümmert, haben natürlich aber auch starke Partnerschaften mit Elektrobetrieben, die eben in ganz Deutschland und auch in Österreich Installationen durchführen. Und unsere Standorte sind eben in München und in Düsseldorf. Und von unseren Schwestern in England, Norwegen und Schweden habe ich schon gesprochen. Meine persönliche direkte Deutschlandschwester sitzt in Teisnach im schönen Bayerischen Wald und die kümmern sich nur um öffentliche Ladeinfrastruktur. Also wir ergänzen uns da ganz hervorragend. Ja, dann gehen wir mal rein und schauen mal, wie wir die Fuhrparks unterstützen können. Wir haben ein Portfolio von vier wesentlichen Produkten und ich fange mit unserem Flagship-Produkt E-Flat an und würde Ihnen einfach gerne mal erklären, wie dieses Produkt aussieht. Die Fuhrparks haben ja das Thema und wir haben jetzt diese ganzen Statistiken schon gesehen, dass nur ein Bruchteil ihrer Fahrzeuge aktuell elektrifiziert sind. Wir haben Ausnahmeunternehmen in unserem Portfolio, die bereits bei 80-90% liegen, aber im Schnitt sind die Quoten deutlich geringer und die Erfahrung der Fuhrparkverantwortlichen ist natürlich über 20, 30 und mehr Jahre gewachsen in Fahrzeugen, die eben mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Und jetzt sich mit Elektromobilität auseinanderzusetzen, ist einfach ein komplett neuer Bereich und mit den ganzen Themen, die wir am Anfang schon gesehen haben, ist es natürlich nicht einfach. Das heißt, was wir machen, wir nehmen diese ganzen Probleme ernst, aber wir haben Lösungen dafür, damit ich eben als Fuhrparkverantwortlicher mich nicht mit einem komplett neuen Projekt auseinandersetzen muss, sondern einen Partner habe, der sich vollumfänglich kümmert. Und E-Flat ist ein Produkt, da werde ich vom Fuhrpark eingeladen. Ich bekomme einfach einen Zugang zu einer App. Über einen digitalen Pre-Check schauen wir uns die Gegebenheiten bei dem Fahrer oder der Fahrerin zu Hause an. Wenn das nicht zufriedenstellend ist, schicken wir einen Elektriker vorbei, der das alles nochmal genauer analysiert und können dann eben, bevor das Fahrzeug kommt, entsprechend eine Ladeinfrastruktur dort installieren. Der Fahrer oder die Fahrerin bekommen eine Ladekarte und natürlich eine App, um dann einfach ihre Ladevorgänge durchführen zu können. Das funktioniert natürlich auch für alle Bewohner im gleichen Gebäude. Dort gibt es dann einfach Zweitkarten, die dann separat abgerechnet werden. Also auch hier wieder dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ich brauche nicht eine zweite Wallbox, wenn es eine Infrastruktur vom Unternehmen gibt. Warum soll nicht mein Partner, meine Kinder an der gleichen Ladeinfrastruktur laden und die Rechnung eben wird separat dorthin geschickt.
In diesem Produkt ist der Ladestrom für zu Hause, für den Unternehmensstandort und eben auch für das öffentliche Ladenetz mit integriert, sodass der Fahrer einfach nur zu Hause lädt, wann immer er das Fahrzeug laden muss, und hat er Strecken, die eben über die Reichweite seines Fahrzeugs gehen, dann muss er sich eben keine Gedanken machen, ob er die richtige Karte hat, ob er an einem EnBW-Lader, an einem Ionity-Lader oder sonst bei einem Schnelllader und natürlich auch sehr gerne bei einem Mehrlader lädt, sondern er kann einfach überall die Karte hinhalten, mit der App den Ladevorgang starten. Und das sind rund 140.000, 150.000 Ladepunkte, die wir aktuell in Europa unterstützen. Ganz egal, wo wir laden, der Strom ist 100% aus erneuerbarer Energie, das stellen wir sicher. Gegebenenfalls, wenn wir nicht darauf Zugriff haben, wie zum Beispiel in öffentlicher Ladestruktur, dann wird das auch über Zertifikate zusätzlich nochmal sichergestellt. Genau, es gibt einen festen Preis, dort ist alles enthalten, der Bau der Ladeinfrastruktur, da kommt ein zweiter Zähler, weil die Infrastruktur ist unsere, das heißt, ich kann die Umsatzsteuer als Unternehmen abziehen, ich habe auch diese ganzen Themen mit Rückerstattung, ich habe diese ganzen Themen nicht, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, ob ich jetzt die Infrastruktur bei mir in den Büchern führen muss, ob ich Wartungen machen muss, ist alles unser Thema, und durch diesen zweiten Zähler können wir eben auch sicherstellen, dass wir 100% erneuerbare Energie haben. Hätte ich einen Fahrer oder eine Fahrerin, die auf ihren eigenen Hausstrom geht, dann bin ich halt im Graustrombereich, und damit wird die Elektromobilität und Mobilitätsenergiewende ein bisschen ad absurdum geführt. Was damit einhergeht, und darum brauchen wir auch einen zweiten Zähler, ist dieses Smart Charging. Das heißt, wir wollen ganz bewusst diese Infrastruktur schützen, die wir aktuell haben, um gegen diesen Blackout einfach vorzugehen, und stellen sicher, dass wir eben nicht das Fahrzeug laden, wenn ich es einstecke, was typischerweise irgendwo zwischen 18 und 21 Uhr der Fall ist, wenn zu Hause gekocht wird, womöglich die Waschmaschine noch läuft und andere große Verbraucher, sprich das. Die Last auf dem Netz ist extrem hoch, und das machen wir nicht, sondern wir verschieben diesen Ladezeitpunkt auf die Nacht. Ab 22 Uhr fangen wir zum Laden an. Diese Schaubilder zeigen das, wie das funktioniert. Und natürlich habe ich auch als Fahrer, wenn ich jetzt wirklich mal um 17.08 Uhr, wie in diesem Schaubild gezeigt, nach Hause komme und ich möchte um 19 Uhr nochmal zum Abendessen gehen, die Möglichkeit, über Powerladen entsprechend mein Fahrzeug sofort zu laden. Aber das hat jetzt aktuell noch nicht den ganz großen Vorteil für die Fuhrparks, aber es hilft uns als Deutschland, die Netze einfach zu entlasten, und es hilft uns zukünftig auch im Fuhrpark, weil wir natürlich nachts den Strom günstiger beschaffen können, als wir das tagsüber können oder zu den Spitzenzeiten, was sich wiederum zukünftig auf die Tarife auswirken wird. Dann haben wir das Produkt eDrive. Das ist für alle, die keinen direkt zugewiesenen Stellplatz haben, also nicht die eigene Garage oder einen dedizierten Stellplatz, die eben nur öffentlich laden können oder am Firmenstandort laden können. Die bekommen die Ladekarte, bekommen eben die App und können jetzt auch auf diese 140.000 Ladepunkte in ganz Europa zugreifen, können das genauso nutzen. Und das ist übrigens auch ein Produkt, das extrem gefragt ist bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Unternehmen, die einmal die Flotte elektrifizieren. Aber die Mitarbeiter, die selbst privat ein elektrisches Fahrzeug haben, die sagen, ich möchte jetzt eine Ladekarte und möchte jetzt nicht 5 verschiedene Ladekarten bei mir im Geldbeutel haben, gibt es eben diese Karte, damit ich am Standort laden kann, aber eben auch in ganz Europa. E-Charging ist das Thema, wo wir uns damit beschäftigen, eine Infrastruktur beim Unternehmen aufzubauen. Und dort geht es von der Beratung über diese Komplexität des Netzanschlusses und die Diskussion mit den Versorgern, die Auswahl der Ladestation und dann eben komplett die Belieferung und der Betrieb, die Abrechnung und sämtliche Servicedienstleistungen. Etwas, was momentan, wie auch ganz zu Anfang schon gehört von Herrn Wandeck, momentan sehr, sehr gut läuft. Die Betriebe bereiten sich vor, einfach ihre Flotten und ihre Poolfahrzeuge entsprechend gut laden zu können. Und hier sind wir ein Anbieter, der wirklich von A bis Z alles liefern kann. Und dann,
komme ich auch quasi zum Schluss. Kommt immer mehr am Anfang, also uns gibt es seit 2015, die ersten Fahrer von Elektrofahrzeugen waren eben Vorstände, Senior Management, Geschäftsleitung, die durften sich ein elektrisches Fahrzeug aussuchen. Und inzwischen sind die Policies weit offener und es darf und man muss sich jeder und jede ein Elektrofahrzeug aussuchen, aber nicht jeder hat das Privileg, in einem Eigenheim zu wohnen und eine eigene Garage vor der Haustüre zu haben. Und dann komme ich eben das Thema, ich wohne jetzt in Berlin in einem Mehrfamilienhaus, dort gibt es eine Garage mit 10 Stellplätzen. Wie gehen wir damit um? Und auch hier haben wir eben eine Lösung, dass wir für diese Mehrfamilienhäuser sowohl für den Flottenfahrer als auch für Betreiber von Wohnimmobilien eine Lösung zur Verfügung stellen, natürlich mit den ganzen technischen Möglichkeiten von dynamischem Lastmanagement, um dann eben auch sicherzustellen, dass ich auch als Stadtbewohner in einem Mehrfamilienhaus den Komfort habe, dass ich in die Tiefgarage fahre und mein Auto einfach in der Tiefgarage laden kann und alle meine Nachbarn eben genau die gleiche Infrastruktur bekommen können. Ja, noch ganz kurz, wer kauft und holt sich Lösungen von uns, sind natürlich ein paar sehr schöne große Unternehmen dabei. Wir bieten eigentlich unsere Lösung allen an, die eine Flotte auch professionell betreiben. Also ein typischer Rechtsanwalt, der ein Auto hat, ist jetzt wahrscheinlich nicht genau unser Zielkunde. Aber Unternehmen vom ASB bis hin zu Schindler, die weit über 3000 Fahrzeuge haben und eine tolle Policy haben und auch verstehen, dass sie an die 40% ihres CO2-Ausstoßes einfach damit wegbringen, indem sie die Flotte komplett elektrifizieren. Ganz kurz vielleicht in der Mitte rechts, Park hier, Parkground Management, haben wir eine Kooperation. Das heißt, auch das ist ein Thema, ich will nicht immer noch mehr zupflastern und mehr zuteeren und Boden versiegeln. Deshalb kann man smarter umgehen und nicht Parkplätze 1:1 zuweisen, sondern ich kann die eben über ein Parkraummanagement wie vom Park hier entsprechend buchen, diese Parkplätze. Und was dann damit einhergeht, ist sehr einfach, dass in der Park hier App wir eine Lösung als Plugin drin haben und ich kann nicht nur den Parkplatz buchen, ich kann auch direkt laden und ich kann direkt über diese Parkier-App abrechnen. Das heißt, alles extrem einfach für den Betreiber. Ja, das war's. Wenn Sie noch Fragen haben, natürlich gerne im Nachgang und auch natürlich auf der E-Mail- oder Telefonspur. Oder jetzt hier bei Electrifnet Live, Herr Fuhrmann, vielen Dank für den Überblick und dass Sie auch noch das Buzzword Blackout hier heute mit reingebracht haben. Tatsächlich war das dynamische Lastmanagement eins der zentralen Themen unserer letzten Ausgabe zum Thema Fuhrparkmanagement. Erstaunlich, dass wir heute noch gar nicht so viel dazu gehört haben, weil es ist ja ein großes Thema, wenn immer mehr elektrische Fahrzeuge sowohl im privaten Umfeld als auch in den Firmenstandorten eingesetzt werden und wir jetzt auch so ein kleines Energie-Nord-Süd-Gefälle in Deutschland haben, nicht wahr? Das ist ja im Süden, in Bayern und in Baden-Württemberg, wo man da so ein paar Sachen verschlafen hat, jetzt nicht die allerbeste Situation, würde ich mal unterstellen, oder? Absolut. Also wir können Autos extrem gut tagsüber laden, wenn keiner zu Hause ist. Wir tun es ein bisschen schwerer nachts, wenn der Wind weht und uns die Trassen abgehen, um die Windenergie aus dem Norden in den Süden zu bringen. Aber das ist eigentlich genau unser Thema, dass wir es eben ganzheitlich sehen und sagen, wir verschieben einfach diesen Ladezeitpunkt dorthin, wenn eben überhaupt keine Last mehr auf den Netzen ist und auch sehr viel erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Tatsächlich weht der Wind ja nachts sogar noch besser als tagsüber. Und es ist für uns gut, ist für die Umwelt gut, ist für das Unternehmen gut. Und deshalb eben dieses dynamische Lastmanagement. Und durch diesen eigenen Zähler haben wir eben auch die Möglichkeit, zu späteren Zeitpunkten, wenn die Infrastruktur zur Verfügung steht, eben auch Vehikel zu Grid zu machen. Und dann bin ich auf einmal in der Lage, dass ich eben das Netz hier im Süden zum Beispiel ein bisschen ausbalancieren kann mit den sehr großen Batterien, die kaum jemand im Haus hat, aber jeder im Auto rumfährt.